sind mit Sicherheit auch voll konzentriert vor diesem Duell gegen die Veilchen. Bei Rapid natürlich der Kapitän wieder an Bord, Steffen Hofmann, im Gegensatz zum Dienstag, im Gegensatz zum WAC-Spiel heute in der Startformation. Stefan Nutz muss weichen und überraschend sitzt eben Philipp Schobesberger heute zu Beginn nur auf der Bank. An seiner Stelle beginnt der Ex-Austrianer Thomas Murk, gegen den WAC und im Cup gegen Admira jeweils eingewechselt, feierte heute sein Startelf-Debüt für seinen neuen Club. Ganz interessant, der hat einmal 2 Tore in der Bundesliga in einem Spiel erzielt. Das war am 29. November des vergangenen Jahres beim 4:2-Sieg seines Ex-Clubs SV Ried gegen die Wiener Austria. Beide Teams mit Trauerflor in Erinnerung an Trifon Ivanov, und für den ehemaligen bulgarischen Nationalspieler wird es kurz vor Spielbeginn hier auch eine Trauerminute geben. Natürlich heute auch viel Prominenz in der Generali Arena. Der Ex-Vorstand der Wiener Austria, Thomas Baritz, ist wieder mal da, und natürlich auch Marcel Koller, der Teamchef, lässt sich diese Partie nicht entgehen. Also die Generali Arena ist voll, mehr als 12.000 Zuschauer sind hier. Den Heimvorteil, den sollte man allerdings bei einem Wiener Derby nicht überbewerten. Von den vergangenen 5 Spielen hier in Favoriten haben nämlich die Gäste aus Hütteldorf 3 gewonnen und Rapid kassierte hier nur eine Niederlage. Schiedsrichter der Begegnung ist Alexander Hackam aus der Steiermark. Er leitet zum 3. Mal in seiner Karriere ein Wiener Derby und absolviert heute sein 99. Bundesligaspiel. Die beiden Kapitäne, Alex Gorgon und Steffen Hofmann. Bleiben stehen. Viel Erfolg. Die Ausgangssituation vor dem 316. Wiener Derby. Wenn die Austria gewinnt, dann ist sie also Tabellenführer. Rapid zieht bei einem Sieg am Lokalrivalen vorbei und würde mit Salzburg gleichziehen. Der Meister bliebe dann auf alle Fälle Tabellenerster. Und die beiden Torhüter natürlich im Blickpunkt. Osman Hadžikić auf der einen, Richard Strebinger auf der anderen Seite. Bei aller Konkurrenz verbindet die beiden Wiener Clubs die Trauer um einen außergewöhnlichen und großen ehemaligen Spieler. Trifon Ivanov ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Der bulgarische Ex-Teamspieler, WM-Vierter 1994, feierte große Erfolge mit Rapid. Meistertitel 1996, Europacup-Finale 1996. Nach 2 Jahren bei Rapid wechselte er dann direkt zur Austria und ließ danach seine große Karriere beim Floridsdorfer AC ausklingen. Gestern ist Trifon Ivanov im Alter von 50 Jahren nach einem Herzinfarkt in Bulgarien gestorben. Ich bitte Sie um einige Augenblicke der Stille und des Gedenkens. Dankeschön, meine Damen und Herren. Rapid-Trainer Zoran Barisic und sein Co. Carsten Janka waren ja auch Teil dieser großen Rapid-Mannschaft, die es bis ins Europacup-Finale der Pokalsieger geschafft hat. Und jetzt rein ins 316. Wiener Derby. Rapid hat Anstoß. Die Gäste ganz in grün in Hälfte 1 von links nach rechts.
Pachinko auf Roy Kehr, der verlängert den Ball für Larry Coyote und da beendet Shichita Hakan den Vorteil zum Unmut von Coyote und pfeift das Foul von Sonnleitner an Kehrt und deshalb gibt es den ersten Freistoß im Spiel für die Wiener Austria. Beim Ball Alex Gorgon und natürlich Raphael Holzhauser, der König der runden Bälle, zumindest den Favoriten. Ganz sicher Richard Strebinger, der heute also seinen 23. Geburtstag feiert. Erstmals Fabian Koch, der heute den Vorzug gegenüber Jens Trigger-Lassen bekommen hat. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil er defensiv der Robustere, der Stärkere ist. Sonnleitner wollte da erstmals Thomas Murg einsetzen. Rotbuller mit dem Pass zurück auf Hatzikitschen. Wieder konnte Gerhard den Ball mit dem Kopf verlängern. Roy Gerhard war ja an 4 der vergangenen 8 Austria-Tore in der Bundesliga direkt beteiligt. Stange, guter erster Vorstoß. Jelic geht in den Raum, das macht er stark, kommt zum Abschluss. Und erstmals Osman Hatzikic. Der Ball bleibt im Spiel. Florian Kainz, wieder Jelic und der ist in Abseitsposition gewesen. Da war nach nicht einmal 2 Minuten die erste große Möglichkeit für Rapid durch Matej Jelic. Ausgangspunkt war Stefan Stangl, der diesen Ball hier in die Schnittstelle spielt. Im richtigen Moment, dann ist der Winkel natürlich nicht optimal, um abzuschließen für Matej Jelic. Etwas unorthodox, aber letztlich doch sicher die Abwehr von Osman Hatzikic. Holzhauser. Auf Coyote, Max Hofmann erstmals gefordert. Und da kommt Strebinger. Gut raus, Spiel läuft weiter. Ball ist noch heiß. Und dann rettet Stange. Eckball für die Austria. Verunglückte Rückgabe von Maximilian Hofmann. Coyote ist angeschlagen nach dem Zusammenstoß mit Strebinger. Da sieht man, wie schnell der Nigerianer ist. Rutscht aber aus und dann irgendwie in Strebinger hinein. Also das war dann auch, wenn auch nicht absichtlich, ein Foulspiel von Coyote am Rapid-Tormann. Hier. Coyote angeschlagen am linken Knie, weil er da von Strebinger getroffen wurde. Hier, aber deutlich zu sehen, da rutscht er aus und in den Torhüter hinein. Ball trifft er nicht, also eigentlich hätte das Spiel hier nicht weiterlaufen dürfen. Stangl war allerdings sehr aufmerksam da im Duell mit Gorgon und deshalb gibt es den ersten Eckball im Spiel für die Austria. Holzhauser, der kommt gut, der kommt gefährlich für Strebinger, der gleich wieder gefordert ist. Die Austria hat ja auch in der Vorwoche beim 1:0 Auswärtssieg in Grödig nach einem Eckball durch Holzhauser von der rechten Seite getroffen durch Gorgon per Kopf. Richtige Entscheidung, mit den Fingerspitzen dran gewesen. Richard Strebinger, der wollte den Eckball jetzt kurz abspielen, da hatte Schiedsrichter Alexander Hakam etwas dagegen. Aber von Anfang an ist hier richtig Feuer drin in dieser Partie, das war auch so zu erwarten. Holzhauser wieder gut, wieder wird es gefährlich, das Rotbuller. Nächste gefährliche Aktion für Rapid, Lukas Rotbuller. Vor einem Jahr hat er ein sehr wichtiges Tor gemacht im Derby gegen Rapid hier in der Generali Arena. Da war er ganz knapp dran, jetzt an seinem zweiten Saisontreffer. Fehler von Richard Strebinger, der da auch von Coyote behindert wird. Aber das war kein Foul des Austria-Stürmers. Auf der anderen Seite die Partie unterbrochen nach einer Abseitsposition von Jelic. Thank you.
Serbest läuft sich fest. Stefan Schwab. Etwas Platz für Kainz. Kainz verdedelt den Ball beinahe. Mit etwas Glück bleibt Rapid im Ballbesitz. Wieder Stangl mit nach vorne gekommen. Wird wieder gefährlich. Schickhoff und Jelic verfehlen. Und jetzt gibt es auch auf der anderen Seite einen Eckball. Enorm ereignisreiche erste 6 Minuten. Sehr viel Tempo von Anfang an in diesem Derby. Die Pfiffe gelten Thomas Murk, der da gemeinsam mit Florian Kainz Richtung Cornerfahne geht. Den Eckball wird aber Kainz ausführen. Venuto vorbei an Petzos, kommt eine Möglichkeit für die Austria. Setzt sich auch gegen Max Hofmann durch. Jetzt verliert er allerdings den Ball und dann Murk. Schwab sucht eine Anspielstation, findet im Moment nur Stefan Stangl. Balleroberung Lukas Venuto und wieder geht's. Schnell ab in die andere Richtung. Dieser Pass war allerdings alles andere als optimal. Heute bei der Austria erstmals in der Bundesliga der 18-jährige Dominik Prokop im Kader. Der offensive Mittelfeldspieler ist hier Anfang Jänner von den Amateuren sozusagen hochgezogen worden in die erste Mannschaft. Und Kevin Friesenbichler, der Siegestorschüsse im Cup und im letzten Derby, heute als Joker wieder auf der Bank. Ja, und bei Rapid, wie gesagt, doch aus meiner Sicht überraschend. Philipp Schobesberger heute nicht in der Startformation und zu Beginn nur draußen. Als es Rapid erwartet hat. Schickhoff gegen Jelic, hartes Duell der beiden. Hofmann, jetzt hat er Platz und auf der rechten Seite geht Pavelic mit. Gutes Anspiel und da ist die Möglichkeit. Thomas Murk! 1-0 Rapid, 9. Minute und ausgerechnet der Ex-Austrianer trifft. Bei seinem Startelf-Debüt für seinen neuen Club in der Bundesliga. Zweite gute Möglichkeit für das Team von Zoran Barisic und die Führung für die Gäste. Ausgangspunkt hier Steffen Hofmann. Schauen Sie mal auf die rechte Seite. Da startet Pavelic. Alle rechnen mit dem Pass daraus, aber der Pass kommt auf Thomas Murk. Aus meiner Sicht gleiche Höhe, auf alle Fälle ganz knappe Entscheidung. Möglicherweise ein Fußspitzenabseits von Thomas Murk. Der Pass von Steffen Hofmann, der war auf alle Fälle richtig gut. Und Thomas Murk mit seinem ersten Tor in der Bundesliga für seinen neuen Club, für Rapid, gegen seinen Ex-Club, gegen die Austria. Osman Hacekic hat hier keine Abwehrmöglichkeit. Saisontreffer Nummer 4, die ersten drei hat er für seinen Ex-Club, für die SV Ried gemacht. So, das bedeutet, im Moment hat er mal Rapid mit Tabellenführer Salzburg gleichgezogen. Und die Austria in der Tabelle überholt. Koch attackiert von Kainz.
Zusammenspiel mit Gerhard Sonnleitner gewinnt den Zweikampf. Sehr best. Spielverlagerung auf Marcinko. Attackiert von Kajuda. Ganz links geht natürlich Stangl mit. Jelic im Strafraum wird gefallen von Schick auf Elfmeter. Also ich denke, Schiedsrichter Hakam hat alles richtig gesehen. Er ist auf alle Fälle sehr gut gestanden. Gelbe Karte auch für Wanche Schickhoff. Das bedeutet, nächste Woche gegen Mattersburg fehlt er der Austria. Das ist seine fünfte in dieser Saison. Jelic rein in den Strafraum und da ist das Foul von Wanche Schickhoff. Knapp, aber deutlich innerhalb des Strafraums lässt das Bein stehen. Das ist ein klares Foul, keine Diskussion. Es gibt völlig zu Recht Elfmeter für Rapid. Und das ist der erste Elfer für Rapid in dieser Saison in der Bundesliga. Im Europacup gab es welche, auch im Cup zuletzt. Da hat Stefan Schwab vergeben. Aber in der Bundesliga ist das der erste Elfer in dieser Saison für Rapid. Und den tritt der Kapitän Steffen Hofmann gegen Osman Hacikic. 2-0 Rapid, 14. Minute. Absoluter Traumstart für die Grünen in diesem 316. Wiener Derby. Steffen Hofmann mit seinem vierten Tor in dieser Bundesliga-Saison. Ganz sicher hat er diesen Elfer verwandelt nach diesem klaren Foul von Schickhoff an Jelic. Hacikic im falschen Eck und zum zweiten Mal geschlagen. Steffen Hofmann, Vorbereiter des ersten Treffers, Torschütze des zweiten. Und dieses Derby hat sehr schnell eine Richtung genommen. Die Austria mit einer Top-Möglichkeit, mit zwei, drei gefährlichen Offensivaktionen. Aber Rapid eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Und so ein Foul, das muss man auch ganz klar sagen, darf einem routinierten Innenverteidiger wie Wanche Schickhoff einfach nicht unterlaufen. Bisher war das eine Partie, die von den Emotionen gelebt hat, die von Anfang an von beiden Teams enorm intensiv geführt wurde. Bin neugierig, ob sich am Charakter dieser Partie jetzt etwas ändern wird, denn Rapid kann jetzt einmal mit einem 2-Tore-Vorsprung abwarten. Hat auch noch ein zweiter Austrianer gelb gesehen, nämlich Olaren Vaju Kajode. Der hat nämlich die Entscheidung von Schiedsrichter Hakam, die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Hakam, kritisiert. Petzos.
Lucas Venuto, und Kajoda ist ganz deutlich hier in Abseitsposition gewesen. Das ist die 41. Abseitsposition von Larry Kajoda in dieser Saison. Damit ist er in dieser Kategorie ganz klar die Nummer 1 in der Bundesliga. Zum Vergleich nur, die Zweitplatzierten in dieser Kategorie sind die beiden Grödiger, Wallner und Sulimani, mit jeweils 20 Abseitsstellungen vor dieser Runde. Das ist natürlich auch das Spiel von Kajoda. Immer an der Abseitslinie, immer versuchen, in die Tiefe gehen. Abseitsposition von Florian Kainz. Die Austria versucht nach einer guten Viertelstunde wieder reinzufinden in diese Partie. Schauen wir nochmal auf das 1:0 für Rapid nach dem Pass von Steffen Hofmann. Thomas Murk hier möglicherweise ganz knapp im Abseits, aber das ist eine Millimeterentscheidung, die Andreas Staudinger, der Assistent, da treffen musste, und das heißt ja im Zweifel immer für den Angreifer, zumindest im Fußballpopulismus. Lucas Venuto verliert den Ball. Also eine gute Spielverlagerung auf Koch, und da ist Stangl gefordert gewesen. Holzhauser wird da immer wieder unter Druck gesetzt, von Jelic, von Schwab, auch von Steffen Hofmann. Holzhauser ist ja der Spieler mit den allermeisten Ballkontakten aller Bundesliga-Akteure, natürlich, weil er sich immer wieder so tief fallen lässt, um die Spieleröffnung bei der Austria vorzunehmen. So wie hier, schauen Sie mal, der steht als allerletzter in der eigenen Hälfte. Und wird wohl jetzt von Rotpuller auch angespielt. Gegen 1 Situation gut gelöst. Fehler von Koch. Schickhoff gerade noch an den Ball gekommen. Lukas Venuto auf Marcinko. Keine schlechte Flanke von Lukas Venuto und die Kopfballmöglichkeit für Alexander Gorgon, aber der Austria-Kapitän ist dann nicht mehr richtig an den Ball gekommen. Gutes Kombinationsspiel der Rapidler. Pavelic. Murk gegen Holzhauser, Foul von Holzhauser, Freistoß Rapid. Diskussion, richtige Entscheidung.
Ernesto Sufmann. Wird wieder gefährlich. Schwab war am Ball und dann Hatzikic mit einer Faust. Murk, der Ball ist noch heiß. Bezos. Und da haben auch nur Zentimeter gefehlt. Und wieder kritisieren die Austrianer heftig eine Entscheidung von Chizita Hakam. Sie wollen hier nämlich einen Foul eines Rapidlers gesehen haben. Also die Austrianer schießen sich schön langsam aber sicher auf den Schiedsrichter ein. Sie sollten ihre Emotionen zügeln. Red Bull auf alle Fälle mit guter Abwehr. Ganz nah dran, Rapid im dritten Treffer. Und nicht einmal die Hälfte der ersten Hälfte ist vorbei. Ganz im Zusammenspiel mit Schwab. Ballannahme von Florian Kainz und deshalb hält er den Ball hier im Spiel. Jelic. Kein Handspiel von Kainz, Schatzschichinger Hakam. Wieder Bezos, wieder Schussmöglichkeit für den zentralen defensiven Mittelfeldspieler der Rapidler, der heute sein vorletztes Wiener Derby bestreitet, wechselt er im Sommer in die deutsche Bundesliga zu Werder Bremen. Thorsten Fink sucht die Diskussion mit dem Schiedsrichterteam, in diesem Fall mit dem vierten Offiziellen Harald Lechner. Ein Foul von Murk an Maczynka. Lukas Venuto angeschlagen, aber er steht schon wieder. Gerhard. Überhaupt noch nicht drin in dieser Partie. Gutes Zweikampfverhalten von Lukas Rotkola. Gegen Maczynka. Nicht zum ersten Mal geraten die beiden da aneinander. Guter Antritt von Lukas Venuto. Kein Anspiel Max Hofmann, aber Eckball für die Austria. Gorgon. Ja, wann muss er etwas verändern, Thorsten Fink? Er muss überhaupt nichts verändern, sondern Barisic, seine Mannschaft, führt hier mit 2:0 durch das Elfmetertor von Steffen Hofmann und zuvor durch den Premierentreffer von Thomas Murk für Rapid. Ein Diskussionsbedarf zwischen den Herren Rotbuller und Steffen Hofmann. Nicht einfach zu leiten für Alexander Hakam diese Partie hier. Viele Feindseligkeiten von Anfang an dabei. Es geht um viel. Es steckt unglaublich viel Brisanz in diesem Wiener Derby. In diesem heutigen noch mehr als sonst.
Vorgang. Kommt jetzt einmal über links. Lukas Venuto ist drüber gegangen auf die rechte Angriffsseite bei der Austria. Marcinko auf Gehardt. Sundleitner ist da weit rausgerückt. Austria mehr im Ballbesitz, aber sie kann aus diesem Ballbesitz im Moment nicht viel machen, weil Rapid diesen 2-Tore-Vorsprung sehr geschickt verteidigt, nicht viel zulässt. Deutlich hier zu sehen, wie Raphael Holzhauser immer wieder zugestellt wird, da die Passwege zum Taktgeber im Austria-Spiel sind einfach nicht offen, und deshalb ist es auch leicht erklärt, warum Lukas Rothpohler die meisten Ballkontakte bisher hat bei den Austrianern. Jetzt einmal Holzhauser. Guter Ball rein in den Strafraum. Venuto kommt noch in den Zweikampf mit Stangl. Gute Aktion von Lukas Venuto. Holt er zumindest einen Einwurf für sein Team heraus. Lebt bei diesem Spiel, das sie präferiert, auch von der Exaktheit im Passspiel. Und die ist einfach nicht gut genug heute. Das liegt nicht nur an der Austria, das liegt auch an den Rapidlern. Holzhauser auf Kajode, Max Hofmann bei ihm. Foul an Kajode für Cicita Hacker. Guter Pass von Kainz auf Jelic, da ist die Chance auf das 3:0, und diese Möglichkeit macht Hatzikic richtig gut zunichte, weil er stark rauskommt im richtigen Moment. Mal wieder starkes Zuspiel von Florian Kainz, in diesem Fall auf Matej Jelic. Zweite gute Möglichkeit für den kroatischen Stürmer der Rapidler. Erste halbe Stunde für die Austria. Das ist auch an den Mienen von Franz Wohlfahrt, dem Sportdirektor, und Markus Kretschmer im Vorstand zu erkennen. Holzhauser. Venuto hat sich da gut reinbewegt zwischen Abwehrreihe und Mittelfeld. Serbe ist mit diesem Schuss aus der Distanz, aber er verfehlt das Ziel doch sehr deutlich. Ja, die Austria muss sich etwas einfallen lassen. Möglicherweise reagiert dann Thorsten Fink auch spätestens nach der ersten Spielhälfte und bringt vielleicht Kevin Friesenbichler in die Partie. Steffen Hofmann fällt, und ich denke, er bekommt diesen Freistoß zu Recht nicht, so wie auf der anderen Seite zuvor Larry Kajoda.
Holzhauser sucht immer wieder verzweifelt eine Anspielstation, findet aber meist nur Lukas Venuta. Das ist der einzige von den Offensivspielern der Austria, der Initiative zeigt, der sich immer wieder bewegt, der versucht, anspielbar zu sein. Von Kehrt zu wenig zu sehen, von Gorgon auch viel zu wenig zu sehen. Kajode konzentriert sich mehr aufs Provozieren und Kritisieren als aufs Fußballspiel. Jetzt lässt er sich da mal rausfallen auf die Seite. Das war erst der 8. Ballkontakt von Larry Kajode an diesem Sonntagnachmittag. Damit ist der Spieler mit den wenigsten Ballkontakten. Und zwar bei beiden Teams. Holzhauser. Kajode gegen Sonnleitner. Oh ja, das war ein Fall von Kajode. Und schon langsam muss der Nigerianer aufpassen. Kritisiert wirklich beinahe jede Entscheidung des Schiedsrichterteams. Da hat er ganz deutlich Sonnleitner eine mitgegeben. Fehler von der Rapidlern, aber Kajode ist im Abseits. Also da hätten die Rapidler jetzt die Partie beinahe selbst richtig heiß gemacht. Petzos auf Schwab und dann hier der Pass auf Kajode und er ist möglicherweise, aber wenn, dann nur ganz knapp im Abseits. Auch das eine ganz enge Entscheidung, getroffen vom Assistenten auf der anderen Seite von Andreas Witschnick. Kajode möglicherweise ganz knapp vorne, so wie Murg vor dem 1:0 für Rapid in der 9. Minute. Schickhoff gegen Katz. Gegen Gorgon. Einwurf für Rapid. Die Führung für die Mannschaft von Rapid geht in Ordnung aufgrund des bisherigen Spielverlaufs. Rapid wirkt konzentrierter als die Austria, hat 4 gute Chancen aus dem Spiel heraus gehabt, daraus eben ein Tor erzielt, jenes von Thomas Murg plus den Elfer. Die Austria aus dem Spiel heraus überhaupt noch nicht richtig gefährlich gewesen. 1-2 gute Aktionen. Und Rapid mit dem nächsten Vorstoß über Mario Pavelic. Der bosnische Verband hat ihn ja kontaktiert, möchte ihn zum Nationalspieler machen, aber dieses Thema ist wohl beendet. Mario Pavelic bleibt Österreicher, Doppelstaatsbürgerschaft geht nicht und Rapid würde ja einen Ausländerplatz blockieren, wenn er sich für das bosnische Nationalteam entschiede und deshalb wird es so sein, dass Pavelic nach einem Gespräch mit Trainer und Sportdirektor Österreicher bleibt. Und wer weiß, vielleicht schafft er es ja auch einmal in die österreichische Nationalmannschaft. Jelic gegen Schickhoff, Foulspiel. Da war keins
schon startbereit, hat nur noch auf den Pass von Jelic gewartet. Schauen Sie mal. Also wenn Jelic da vorbeikommt und den Pass spielen kann, dann hat Rapid die nächste Top-Möglichkeit. Schickhoff hat auch schon gelb gesehen. Sei nur am Rande angemerkt. Kajode gegen Hofmann, kein Foul. Und jetzt gibt es die Kontermöglichkeit für die Austria. Lukas Venuto auf Holzhauser. Rechts läuft Serbest mit gegen Max Hofmann. Aber mehr als ein Corner schaut nicht raus für die Austria. Und da wäre die Möglichkeit doch da gewesen. Obwohl das hier für mich ein ganz klares Foul von Kajode an Steffen Hofmann war. Dritter Eckball für die Austria. Gibt sofort den vierten. Wieder Raphael Holzhauser. Alex Gorgon kommt am langen Eck zum Kopfball. Also eines ist schon deutlich zu sehen. Bei den Eckbällen der Austria hat Rapid doch arge Probleme. Da kommen die Austrianer immer wieder gefährlich zum Abschluss. Zunächst einmal Lukas Rothpuller, wenn Sie sich erinnern, gleich in der Anfangsphase noch beim Stand von 0:0 und jetzt Gorgon. Kommt Marcinko mit. Da fällt Kajode im Strafraum. Die Austrianer wollen einen Elfmeter, den bekommen sie aber nicht. Und Kajode hört nicht auf zu meckern, genauso wie Lukas Venuto nicht. Und der Brasilianer ist jetzt der dritte Austrianer, der in diesem Spiel gelb sieht. Der zweite wegen Kritisierens. Hier die Flanke von Marcinko und dann achten Sie hier auf Kajode, der fällt, nachdem er hier Max Hofmann spürt. Ein Foulspiel des Rapid-Innenverteidigers habe ich in dieser Zeitlupe zumindest nicht erkannt. Und Lukas Venuto kritisiert dann Schiedsrichter Hakam und der sagt dann irgendwann einmal, jetzt reicht's. Dritte Gelbe in dieser Saison für Lukas Venuto, die erste im Austria-Dress. Rothpuller gegen Jelic. Eckball Rapid. Wie schon des Öfteren im Herbst, auch wenn Steffen Hofmann auf dem Platz ist, schießt Florian Kainz die Eckbälle von links wie von rechts. Venuto stark gegen Murg. Kainz auf Bezos. Murg startet und diesmal geht die Fahne nach oben. Die Entscheidung ist richtig. Ganz klare Abseitsposition von Thomas Murg. Hier noch einmal Kajode gegen Max Hofmann. Nein, also das ist für mich nie und nimmer ein Foulspiel. Und wie gesagt, Kajode hat schon gelb. Streng genommen war das jetzt auch eine Schwalbe. Thank you.
Schütze der Hakam ist sowieso einer, der nicht alles immer gleich hört, der nicht immer gleich mit Karten da ist, der auch eine gewisse Härte im Spiel zulässt. Rotbuller sucht Holzhauser, aber der hat eben nicht so viel Platz wie normalerweise, wenn er sich so weit zurückfallen lässt. Leicht angeschlagen. Muss aber wohl nicht behandelt werden. Fehler von Kainz. Lukas Venuto kann den Ball allerdings gegen drei Rapidler hier nicht behaupten. Fall von Jelic an Holzhauser. Der wird gefährlich für Strebinger. Rotbuller wäre da beinahe zum Kopfball gekommen. Wieder Eckball Austria. Kein Wunder, die Austria ist nach Standardsituationen enorm gefährlich, hat hier bereits 18 Tore nach Freistößen, Eckbällen, Elfmetern erzielt in dieser Saison. Absolut die meisten. Auf Lukas Venuto. Ja, jetzt geht die Fahne nach oben. Wage ich jetzt auch zu bezweifeln, ob das ein absichtliches Handspiel von Lukas Venuto war. War kein Handspiel. Weder absichtlich noch überhaupt. So, jetzt gibt es die erste gelbe Karte für einen Rapidler, für Matej Jelic, der da den Ellbogen eingesetzt hat im Duell mit Vance Schikow. Ja, größter Schlag des Rapidlers, richtige Entscheidung, faul und gelb ist auch vertretbar. Es läuft die Nachspielzeit, 60 Sekunden gibt es drauf in der ersten Hälfte. Steffen Hofmann hat auch gelb bekommen wegen Kritik. Also insgesamt bereits 5 gelbe Karten. 3 für die Austria, 2 für Rapid. Nur 2 für Foulspiel. Für Schikow und für Jelic. Bin neugierig, ob dieses Spiel hier mit 11 gegen 11 zu Ende geht. So, letzte Offensivaktion für die Austria jetzt vor der Pause. Holzhauser auf Gorgon, der wollte für Kajode verlängern, aber es bleibt dabei. Aus dem Spiel heraus geht für die Austria kaum etwas in dieser ersten Hälfte. Und deshalb liegt sie auch zurück nach den ersten 45 Minuten. Rapid führt im 316. Wiener Derby in der Generali Arena mit 2:0 durch die Tore von Thomas Murk und Steffen Hofmann.
Für die Austria ein bitterer Nachmittag bisher. Erste Möglichkeit im Spiel für die Violetten, aber Rapid dann eiskalt in der Verwertung der Torchancen. Die Führung der Rapidler geht aus meiner Sicht in Ordnung. Rapid wirkt fokussierter, wirkt einfach konsequenter auch im Spiel zum Tor, wirkt zielstrebiger, hat bereits 7 Torschüsse abgegeben, 2 davon waren drin. Die Austria kann aus dem vielen Ballbesitz einfach nichts machen und dass sie mehr Zweikämpfe gewinnt, ist einfach nur ein statistischer Wert. Pause im Wiener Derby, Austria gegen Rapid 0:2. Start ins 316. Wiener Derby 2:0 nach einer Viertelstunde und dies die Reaktion des Trainers von Zoki Barisic. Niko Kovac ist heute unser Experte und der wird uns gleich erläutern, welche Gründe es gibt für die 2:0 Pausenführung für die Grünen. Also als erstes muss man sagen, dass die Pausenführung verdient ist. Rapid ist absolut die bessere Mannschaft. Sie haben zwar statistisch gesehen nicht den Ballbesitz, den die Austria hat, aber sie sind viel zielstrebiger. Jeder Ball, der dort ins gegnerische Angriffsdrittel kommt, der geht nach vorne, der wird in die Tiefe gespielt, da werden die Räume belaufen. Bei der Austria ist alles viel zu behäbig. Die Passqualität ist zwar da, also die Passgenauigkeit, aber die Pässe sind zu langsam. Die Mitspieler werden unter Druck gesetzt, wenn der Pass langsam kommt. Die Offensivspieler stehen nur mit dem Rücken zum Tor. Da gibt es kaum jemanden außer jetzt Coyote, der dort in die Tiefe geht. Der Rest ist alles mit dem Rücken zum Tor und da kann einfach nichts passieren. Deswegen absolut verdient. Ja, Rapid läuft die Räume an, läuft auch das eine und andere Mal Holzhauser an. Deswegen nur aus Standards gefährlich. Einiges aufzulösen, einiges zu analysieren. Ich würde sagen, wir gehen in Medias Res. Schauen wir gleich in die Highlights dieser ersten Hälfte. Es ist früh gut losgegangen. Wir sind hier schon in der zweiten Minute. Stangl leitet die erste Rapid-Aktion ein. Diesmal ganz ohne Keins. Jelic mit dem Abschluss. Das ist auch genau das, was ich auch gerade eben sagte. Der Ball wird in die Tiefe gespielt und dann wird es gefährlich. Dann muss sich auch der Verteidiger drehen, bis er sich gedreht hat, ist der Stürmer schon weg. Und die Austria nur durch 2 Standardsituationen, durch 2 Eckbälle. Das war gefährlich. Die erste, das war die gefährlichere wohl. Hier Rotpoler etwas überrascht. Und wir haben hier eine Aktion gesehen in der Anfangsphase von den beiden Goalies. Hatzikic und Strebinger. Punktgewinn hier mal für die Austria, aber wir wissen schon... Ja, gut, seit vor der Partie von Niko Kovac, dass die Goalies diese Partie nicht entscheiden. Bei den beiden Gegentoren konnte der Goalie der Austria nichts machen. Jetzt bei der Ecke ist er ein bisschen unterlaufen, der Rapid-Goalie. Von daher, ich sage mal, ein kleiner Fehler, aber es ist ja nichts passiert, Gott sei Dank. Nein, es steht 2:0 für Rapid. Schauen wir auf den ersten Treffer am heutigen Nachmittag. 9. Spielminute, eingeleitet auch von Jelic, der, wie ich meine, sehr klug auf Steffen Hofmann spielt, nämlich hier in dieser Situation. Steffen dann mit dem Augenschmäh, alle rechnen mit dem Zuspiel auf rechts, er setzt Thomas Murg ein. Was lernen wir aus diesem Treffer, Niko Kovac? Dass es erstens einmal eine Mehr ist, gegen den Ex-Verein nach einem Treffer nicht zu jubeln, aber auch, dass Thomas Murg wohl im Abseits gestanden ist. Ja, der Soki hat erst einmal alles richtig gemacht mit dem Murg. Und ich bin auch der Meinung, das ist Abseits. Zwar knapp, aber es ist Abseits. Nur auch eben wieder offener Ball. Der Steffen hat den Ball, kann den Ball in die Tiefe spielen. Und man sieht, Rotpuller, bis er sich gedreht hat, ist der Murg schon weg und der Ball ist dann im Netz. Also das ist der Unterschied, der große Unterschied zwischen Rapid und Austria. Rapid hat eine Idee und Austria im Moment überhaupt keine. Und hier sehen wir regeltechnisch Abseits, Treffer. Ja, das ist ein Abseitstreffer, natürlich... Pech für die Austria, Glück für Rapid. So einfach ist das. Ja, also der Schiedsrichter wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Letzten Endes war es wirklich knapp, nur der Linienrichter stand nicht auf der Höhe des Geschehens. Das hätte er eigentlich sehen müssen, wenn er auf der Höhe gewesen wäre. Knappe Entscheidung dann auch, wie es zum Elfmeter gekommen ist? Nein, eigentlich nicht. Schau mal. Nein, 13 Minuten, glaube, die Szene kommt gleich, Nico. Wobei ich glaube, man sieht auch wieder... Er fährt den Fuß aus, wobei der Martin Jelic natürlich auch auf den Kontakt geht. Man wird es hoffentlich in der Zeitlupe ein wenig sehen. Er spekuliert ein bisschen darauf, dass der Fuß ausgefahren wird und ganz klar. Aber es war nicht geschickt von Schickhoff, oder? Bitte? Ja, das war unnötig, denn da muss er nicht hingehen. Vor allen Dingen nicht, wenn er im 16-Meter-Raum ist. Was für mich natürlich ein bisschen unverständlich ist, die gelbe Karte. Das ist kein Foul für eine gelbe Karte. Und jetzt ist der Verteidiger natürlich schon limitiert. Er kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zu Werke gehen.
die, wenn er keine gelbe Karte hätte. Rapid unter Elfmeter, eigenes Thema in dieser Saison. In der Liga hat es noch keinen gegeben. Im Cup hat Stefan Schwab am Mittwoch einen vergeben, Steffen Hoffmann. Ja, aber da ist der Steffen ja eiskalt. Also das hat er schon über Jahre bewiesen, dass in Standards er dort das optimal ausführen kann und ja, eiskalt verwandelt. Was spricht noch für die Austria? Ja, im Moment nur die Halbzeitpause. Dass der Thorsten dort in der Halbzeitpause die richtigen Worte findet, auch die richtigen taktischen Anweisungen gibt, auch eventuell neue Wechsel vornimmt. Denn so wie sich die Austria hier präsentiert, wird das mit Sicherheit. Ja, Alex Grünwald, der Austria-Stratege, spielt heute nicht mit. Wie viele spielen bis zum Ende mit? Alle 22. Es wird irrsinnig viel gemeckert heute und wir stehen bei 3:2 gelben Karten. Also das Spiel ist jetzt nicht überhart, überhaupt nicht. Der Schiedsrichter wird immer ein bisschen angegangen, im Moment mehr von der Austria als von Rapid, weil Rapid führt ja 2-0, aber ich glaube, wir werden das Spiel heute mit 22 Mann auch dann zu Ende sehen. Und wenn Sie es nicht wirklich glauben, dann hoffen Sie es zumindest. Wir haben noch zwei Szenen aus der ersten Hälfte, beide für Rapid, zunächst einmal aus einer Standardsituation in der 22. Minute, der Nachschuss dann von Thanos Petzos, haben nur ein paar Zentimeter gefehlt und gleich im Anschluss sehen wir aus der 29. Minute noch eine Jelly Jones. Nur so zur Unterstreichung, dass Rapid eigentlich dem dritten Treffer deutlich näher war nach dem 2:0 als die Austria dem Anschlusstreffer. Ja, absolut, denn die Austria steht jetzt natürlich auch unter Druck, denn man liegt 2:0 hinten, man muss jetzt mehr machen. Es werden noch mehr Räume da sein für Rapid und Rapid ist ja auch dafür bekannt, dass sie natürlich den Ball schnell nach vorne bringen, gerade im Umschaltspiel. Und ich möchte mal sehen, wie das jetzt in der zweiten Halbzeit wird, wenn sie noch mehr Raum haben. Die haben einen personellen Wechsel bei der Austria quasi auch schon verlangt. Ja, es muss ja was passieren, denn so kann es ja nicht weitergehen. Denn im Mittelfeld war viel zu wenig Aktion, viel zu wenig Bewegung. Holzhauser hat für mich persönlich kein gutes Spiel gemacht. Er hat zwar viel Ballkontakt, aber das traue ich mir heutzutage auch noch zu, den Ball sich in der Abwehr zu holen bzw. dort links hinten zu parken. Er fehlt einfach als Anspielstation dort, wo es eng ist, dort, wo letzten Endes ja, der Gegner Druck macht. Da brauche ich natürlich Leute, die den Ball auch fordern. Und wenn da keiner ist, dann kann ich nicht aufbauen. Und dann kann man wieder sagen, er hat die beiden einzigen gefährlichen Aktionen der Austria per Eckball eingeleitet. Die Spieler kommen, wir halten jetzt unseren Mund. Gleich geht's weiter für Sie. Zweite Hälfte, Thomas Drukitschitz. Gleich wieder da. Sie online, mobil oder in über 200 Admiral-Filialen. Admiral, wetten Sie gewinnen. Ich glaube, es ist die Kombination, die guten Stil ausmacht. Anders sein als die anderen, aber immer man selbst. Ich bin Lea von Outfittery. Wir stellen dein perfektes Outfit zusammen und schicken es dir kostenlos und unverbindlich zu. Gehe jetzt auf outfittery.at. Gute Unterhaltung beim folgenden Spiel wünscht Admiral. Die Austria liegt gegen Rapid 0:2 hinten. Es muss sich etwas ändern bei den Violetten und es ändert sich einmal personell zumindest etwas zu Beginn dieser zweiten Spielhälfte. Kevin Friesenbichler ist neu im Spiel, kommt anstelle von Roy Kehrt. Rapid ist personell unverändert aus der Kabine gekommen. Was ändert sich da jetzt? Von den Positionen her am Austria-Spiel Friesenbichler wohl ganz vorne, so wie es aussieht. Auch Larry Kajode, Gorgon und Lukas Venuto weiterhin an den Flanken. Möglicherweise hat jetzt hier Fink umgestellt auf ein 4-4-2-System. Kein Grund für Zoran Barisic etwas zu verändern. Rapid war in dieser ersten Spielhälfte das bessere Team, führt verdient, wenn auch die Führung etwas glücklich zustande gekommen ist. Aber Rapid hat von Anfang an hier zielstrebiger gewirkt als die Austria. Natürlich, und das wird mit Sicherheit auch jetzt nach dem Seitenwechsel zu bleiben, das 316. Wiener Derby, ein äußerst emotionsgeladenes Spiel, in dem
unglaublich viel Brisanz steckt. Koch. Schickhoff attackiert von Matej Jelec, der sich im Frühjahr doch deutlich besser integriert bei Rapid zeigt als noch im Herbst. Nimmt irgendwie mehr am Spiel teil und das war ein klares Fallspiel von Mario Sonnleitner an Larry Kajode. Holzhauser mit dem ersten weiten Ball rein in den Strafraum. Bin neugierig, ob Raphael Holzhauser jetzt auch einmal sich etwas aus der Komfortzone herausbewegt und versucht weiter vorne im Mittelfeld Akzente zu setzen, sich nicht nur darauf beschränkt, das Spiel da hinten zu eröffnen mit Querpässen oder eben mit weiten Bällen nach vorne. Fehler Gorgon, serviert der Murk den Ball, Hofmann. Serbis erobert den Ball für die Austria zurück. Gorgon rechts geht, Friesenbichler. Siegtorschütze im Cup am vergangenen Dienstag gegen den LASK. Kein Abseits von Kajode. Was macht er? Er läuft sich fest, bekommt den Ball und sogar noch einmal geschenkt. Fällt im Strafraum und reklamiert wieder einmal heftig Elfmeter. Hier die Attacke von Steffen Hofmann und dann fädelt Kajode hier ein. Nein. Klar, er versucht alles, um seiner Mannschaft zu helfen. Er versucht eben auch Freistöße oder Elfmeter herauszuholen. Aber er übertreibt's. Und ganz ehrlich, ich glaube, ein anderer Schiedsrichter als Alexander Hakam hätte ihn schon vor der Pause mit Gelb-Rot bedacht. Guter Schuss von Alexander Gorgon. Die Austria versucht von Anfang an hier mehr Initiative zu zeigen. Und jetzt agiert sie auch als ganzes Team weiter vorne, versucht wirklich Druck aufzubauen. Serbest gegen Pezos. Gorgon. Venuto. Kein Handspiel von Hofmann. Keins. Pavelic. Bleibt an Marcinko hängen und dann das Foulspiel von Mario Pavelic am linken Außenverteidiger der Austria. Sonnleitner gegen Kajode. Immer wieder jetzt dieses Duell zwischen dem Rapid-Abwehrchef und dem Austria-Stürmer. Und so ist auch viel Pass genau auf Schwab. Dieser Schuss fällt dann doch zu schwach aus von Stefan Schwab. Beides ist klar, je länger dieses Spiel dauert, umso mehr muss die Austria riskieren und umso mehr Räume werden sich für die Rapidler, um zu kontern, ergeben.
stark gemacht von Alex Gorgon. Von dem vor der Pause relativ wenig zu sehen war. Kajode hat er den Ball noch, Sonnleitner hat ihn. Cicita Hakam entscheidet das Foulspiel von Kajode. Auch das ist wieder so eine unnötige Aktion. Ganz klares Foulspiel von Kajode und Sonnleitner. Spiel keins. Freistoß Austria. Schwab hat da auch noch Koch getroffen. So wie es jetzt aussieht bei der Austria, nach wie vor ein 4-2-3-1 mit Kajode ganz vorne und Friesenbichler auf der ursprünglichen Kehrt-Position. Aber die Frage ist nicht, mit welchem System die Austria spielt, mit welcher Spielanlage, sondern die Frage ist, ob die Austria in der Lage ist, hier kreativer zu werden, initiativer zu sein und wirklich Druck aufrechterhalten zu können. Auf alle Fälle die Austria jetzt wesentlich besser als vor der Pause. Attackiert früher, stört immer wieder geschickt den Spielaufbau der Rapidler, geht sehr vehement und konsequent in die Zweikämpfe. Lukas Venuto. Schwab. Und schauen Sie jetzt einmal da unten an den Bildrand. Zoran Barisic ist richtig sauer. Fordert vehement, dass seine Spieler auf rauszurücken, die Austrianer früher zu attackieren. Kajode auf Lukas Venuto. Friesenbichler erwischt er den. Oh, Strebinger mit einer Unsicherheit. Spiel läuft weiter. War das ein Foul an Kevin Friesenbichler? Wieder einmal reklamieren die Austrianer hier heftig. Elfmeter. Hier die Flanke von Lukas Venuto. Strebinger kommt raus und trifft hier Friesenbichler am Kopf. Das ist ein Foulspiel. Ganz deutlich zu erkennen hier. Räumt da irgendwie den Austria-Stürmer ab. Kopf trifft er ihn dann doch nicht aus dieser Position. War es dann doch nicht so klar. Noch einmal. Aber er geht natürlich hin und trifft in erster Linie den gegnerischen Spieler und nicht wirklich den Ball. Enorm viel Risiko nimmt der Richard Strebinger. Also Rapid hätte sich hier nicht beschweren dürfen. Hätte es Elfmeter für die Austria gegeben. Also da wurde ein Gegenstand aufs Spielfeld geworfen. Der Unmut der Austria-Fans wird immer größer. Kritische Situation, Friesenbichler auf alle Fälle, das ist auch deutlich zu erkennen, von Strebinger getroffen. Und eines ist auch klar, wenn die Austria hier den Anschlusstreffer
erzielt, dann ist dieses Derby wieder vollkommen offen. Flanke Marcinko. Schauen wir nochmal auf diese kritische Situation. Flanke Lucas Venuto. Und geht hier Friesenbichler zum Ball, genauso wie Max Hofmann, genauso wie Strebinger. Aber das ist ein Handspiel von Kevin Friesenbichler. Deshalb müssen wir über alles andere auch nicht diskutieren. Handspiel Friesenbichler. Das allerdings hat Schiedsrichter Hakam nicht geahndet, war auch unglaublich schwierig zu erkennen. Gegen Max Hofmann. Immer wieder versucht Kajode Freistöße rauszuholen. Allerdings war hier doch schon eine Attacke von Max Hofmann zu erkennen. Also das hätte man auch als Foul des Rapid-Innenverteidigers werden können. Srećan Grahovac macht sich bereit, wird wohl der erste Wechselspieler sein, den Zoran Barisic jetzt nach einer knappen Stunde zum Einsatz bringt. Erster Wechsel bei Rapid und aus dem Spiel geht der Kapitän. Aus dem Spiel geht Steffen Hofmann, der reicht die Kapitänschleife auch gleich an Mario Sonnleitner weiter. Zum 396. Mal hat er heute in der Bundesliga für Rapid gespielt. Damit hat tatsächlich jetzt nur mehr Peter Schöttl mehr Bundesligaspiele für Rapid als er. Und heute hat er seinen 12. Bundesliga-Treffer gegen die Austria erzielt. Diesen Wert in Wiener Derbys aus Rapid-Sicht übertrifft nur einer. Natürlich Hans Kranke. Der hat 14 Bundesliga-Tore gegen die Austria erzielt. Keins auf Stange. Endlich einmal die hochgelobte, zu Recht hochgelobte linke Seite Rapids hier einmal im Vorwärtsgang wieder. Draxi meldet, es regnet wieder stärker in Wien Favoriten. Eckball Keins. Für die Anordnung im Rapid-Spiel heißt das jetzt, dass Stefan Schwab wieder etwas offensiver agiert und Srećan Grahovac übernimmt die Position zentral defensiv an der Seite von Thanos Petsos. Zusammenspiel mit Marcinko. Der wird von Murk gefault. Denn Christoph Marcinko hat das auf alle Fälle einmal recht geschickt gemacht. Ja, das ist jetzt wieder so eine Austria-Standardsituation. Holzhauser, Rotbuller mit vorne, erwischt den Ball aber nicht.
zwei Offensivspieler hat Thorsten Fink noch draußen. Den jungen Dominik Prokop, der würde dann zu seinem Bundesliga-Debüt kommen. Und Marco Meilinger. Hey, du, lass sie kommen! Haben Sie Soran Barisic gehört? Lass sie kommen. Und Rapid drückt da jetzt vorne nicht mehr drauf. Zieht sich weit zurück, versucht die Räume eng zu machen. Holzhauser nach wie vor Meister in der Komfortzone mit diesem sehenswerten Ball auf Koch. Und der trifft Kajode, aber der trifft den Ball nicht. Starke Aktion der Austria, Ausgangspunkt Raphael Holzhauser. Ein Pass wie ein Strich rüber und dann diese gute Flanke rein in den Strafraum. Und den muss er dann eben machen, Larry Kajode. Wenn er an der Stelle von Larry Kajode gewesen wäre, stünd's vielleicht 1-2. Guter Konter der Rapidler über Thomas Mulk. Im Laufduell mit Schickow und der macht das sehr sauber. Zu sehen hinten Philipp Schobesberger, der macht sich bereit. Auf Kajode, wieder guter Ball, Strebinger kommt raus und macht das sehr gut. Die Frage ist, worüber regt sich Larry Kajode hier in dieser Situation auf? Ganz klar, Strebinger kommt raus, hat den Ball, dann kommt es zum Zusammenstoß. Kein Foul, weder vom einen noch vom anderen. Spielfortsetzung, Einwurf Austria. Guter langer Ball von Raphael Holzhauser und dann hier Strebinger. Guter Einsatz des Rapid-Gubers. So, Möglichkeit für Rapid, um zu wechseln in der 66. Spielminute. Thomas Mulk geht raus. Überraschend heute in der Startformation, aber Soran Barisic hat alles richtig gemacht. Denn Thomas Mulk hat Rapid hier gegen seinen Ex-Club, gegen die Austria, in der 9. Spielminute in Führung geschossen. Ein äußerst gelungenes Startelf-Debüt in der Bundesliga von Thomas Mulk für Rapid. Und an seiner Stelle kommt jetzt also Philipp Schobesberger in die Partie und der soll jetzt wohl auch für Entlastung sorgen und die offensive Fastenzeit Rapids nach dem Seitenwechsel etwas beenden. Thank you.
für mich nach wie vor zu stereotyp, das Spiel der Austria immer wieder über Holzhauser eröffnet. Dass der exzellente weite Bälle spielen kann, das hat er heute auch schon einige Male bewiesen. Aber irgendetwas muss die Austria verändern, sonst wird es bei diesem Spielstand bleiben und sonst wird sie dieses Derby verlieren. Immer nur Holzhauser den Ball zu geben und zu sagen, okay, mach was damit. Da hinten in der eigenen Hälfte, das erscheint mir zu wenig kreativ. Und so muss sich die Austria eben auf ihre Standardsituationen verlassen und jetzt gibt es wieder eine. Sechster Eckball für die Austria zum Vergleich. Es gab bisher 4 Eckbälle für Rapid. Babelic verlängert er unfreiwillig. Lukas Venuto. Koch, gute Flanke auf Schickhoff. Kajode trifft den Ball nicht. Schickhoff trifft ihn und Sonnleitner rettet vor der Linie. Beste Chance für die Austria, jetzt nach dem Seitenwechsel. Ausgangspunkt war natürlich, möchte ich sagen, eine Standardsituation. Dann die Flanke von Fabian Koch auf die lange Stange. Rotpull im Kopfballduell, Kajode hält den Ball im Spiel, trifft den Ball aber gar nicht richtig und dann Schickhoff hier. Jena, Wanci Schickhoff, der ja genauso wie Lukas Rotpuller vor einem Jahr hier sein erstes Derby-Tor erzielt hat und für einen 2:1 Heimsieg der Austria gesorgt hat. Larry Kajode wird jetzt auch einmal beruhigt von seinen Mitspielern. Das war natürlich, das muss man ganz klar sagen, ein Foul von Maria Sonnleitner. Es hätte Freistoß und nicht Eckball geben müssen. Aber wer so viel meckert, wer so viel fällt wie Larry Kajode, der bekommt dann auch hin und wieder die ganz klaren Aktionen nicht gepfiffen. Weil die Schiedsrichter immer wieder bei ihm Schwalben vermuten. Ganz starker Ball auf Jelic, aber etwas zu steil gespielt. Schickhoff auf Riesenbichler. Gut abgelegt auf Servest. Bleibt dabei, aus dem Spiel heraus, die Austria einfach nicht in der Lage, gefährlich zu werden. Kainz auf Schobesberger. Ball ist noch heiß, immer noch Philipp Schobesberger und da ist die Chance für Mate Jelic und jetzt ist alles klar. 3-0 Rapid, 72. Torschütze Mate Jelic. Das geht eigentlich viel zu einfach. Das war nämlich gar kein klassischer Konter. Der Fehler im Spielaufbau bei der Austria. Dann macht hier Kainz Tempo. Die Austria bereits in der Formation. Und dann behält hier Philipp Schobesberger den Überblick. Setzt sich gegen Rotpuller und Koch durch. Serviert Mate Jelic mustergültig
den Ball und der erzielt schon sein zweites Tor im Frühjahr. In der Vorwoche das Traumtor gegen den Wolfsberger AC. Und jetzt trifft er hier aus kurzer Distanz. Osman Hacikic ist ohne Abwehrmöglichkeit. Und das war's jetzt wohl. Zoran Barisic darf sich wohl über einen Derby-Sieg gegen die Austria freuen. Die Austria mit enorm viel Ballbesitz nach dem Seitenwechsel. Rapid hat sich zurückgezogen, hat nicht mehr so früh attackiert wie vor der Pause. Die Austria war aber nicht in der Lage, hier den Abwehrriegel zu knacken. Und aus einem typischen Austria-Angriff ist eben dann dieser Gegenangriff entstanden. Ein Foul von Grahovac und Friesenbichler. Schickhoff und Strebinger. Jetzt gibt es den indirekten Freistoß für die Austria. Richard Strebinger soll hier übertreten haben, aber das war nicht der Fall oder hat er den Ball zu lang gehalten. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Jedenfalls gibt es den indirekten Freistoß für die Austria. Der wird innerhalb des Strafraums ausgeführt, also kann es nur ums Ball halten gehen. Holzhauser auf Gorgon, nix da. Friesenbichler, zu schwach. Zu Beginn der Rapid-Viertelstunde sehen die Hütteldorfer hier natürlich wie die sicheren Sieger aus. Und sie sind damit auch der große Gewinner dieses Fußballwochenendes in der Bundesliga. Denn durch die Niederlage der Salzburger gestern in Ried haben die Rapidler es jetzt geschafft, mit dem Meister und Tabellenführer gleichzuziehen. Jelic. Schobesberger startet, aber Jelic bringt den Ball nicht mehr in den Rückraum. Nächster Wechsel bei Rapid und aus der Partie geht Mate Jelic. Gibt ja den einen oder den anderen, der prophezeit hat, Mate Jelic würde im Frühjahr durchstarten, nach einem eher durchwachsenen Herbst, weil er jetzt eben besser integriert ist. Auf alle Fälle hat er in zwei Bundesliga-Spielen des Jahres 2016 einmal zwei Tore für Rapid erzielt. Und an seiner Stelle kommt jetzt der Spanier Tommy Correa in die Partie, der Ex-Krediger. Eckball keins, Kopfball schon Leitner. Übrigens nicht ganz ernst gemeint jetzt. Rapid braucht noch drei Tore, um die Tabellenführung zu übernehmen.
Spiel von Florian Kurz. Das Thema Glück wurde ja strapaziert bei der Austria nach den ersten beiden Saisonspielen, nach dem 1:0 Auswärtssieg in Grödig, nach dem 1:0 Cup-Erfolg gegen den LASK. Heute war die Austria auf keinen Fall glücklich. Denn Murg war eben beim ersten Rapid-Tor knapp, aber doch im Abseits. Doch darf die Austria natürlich auch einen Fehler nicht machen, nämlich Leistungen überbewerten und nur Ergebnisanalyse betreiben. Weder bei Siegen noch bei Niederlagen. Schobisberger gegen Koch und Venuto. Stark gegen Koch. Oh, Stefan Stange ist da zu Boden gegangen, greift sich sofort auf den Knöchel. Oder hat zum Glück nicht der Knöchel, sondern nur der Schuh etwas abbekommen. Hofmann zuletzt am Ball, Eckball für die Austria. Neugierig, wie der Austria-Sportdirektor dieses heutige Spiel analysiert. Aber noch ist es nicht vorbei, noch geht's. 10 Minuten plus Nachspielzeit. Aber die Austria war einfach nicht gefährlich, nicht zwingend genug bisher in dieser Partie, damit man ihr hier noch etwas zutrauen könnte. Positiver Sicht der Austria mit Sicherheit. Die Feierlichkeiten haben sich gesteigert nach dem Seitenwechsel. Aber wenn sich eine Mannschaft wie Rapid eben auf das Spiel der Austria einstellt, wenn es dann überhaupt keine Überraschungsmomente im Spiel der Mannschaft von Thorsten Fink gibt, wenn die Standardsituationen auch nicht so funktionieren wie sehr oft in dieser Saison, dann ist so ein Spiel wie heute eben das Resultat. Für Rapid auf alle Fälle ein enorm wichtiger Derby-Sieg heute. Daran gibt es wohl keinen Zweifel jetzt mehr. Das Cup-Aus scheinen die Grün-Weißen abgehakt zu haben. Erstmals haben sie auch spielerisch wirklich überzeugt im Frühjahr über weite Strecken und sie haben Selbstvertrauen getankt für den kommenden Donnerstag. Valencia gegen Rapid live aus dem Mestalla zu sehen bei uns ab 20.30 Uhr auf Sky Sport Austria und auf Sky Sport HD 5. Für die Austria geht es nächste Woche mit einem weiteren Heimspiel weiter gegen den SV Mattersburg. So ein Derby ist natürlich wichtig in Wien. So eine Derby-Niederlage ist enorm bitter für die Austria. Aber von der Tabellensituation her ist ja
nicht wirklich viel passiert. Die Austria nach wie vor 2 Punkte hinter dem ersten Platz. Dort steht nach wie vor Salzburg punktegleich mit Rapid jetzt. Servus. Gorgon ist anspielbereit. Marcinko kommt links mit. Gute Außenrissflanke von Christoph Marcinko. War ganz selten am heutigen Nachmittag, dass die Austria da einmal durchgekommen ist und die Grundlinie und flanken konnte. Gorgon gegen Grahovac, Venuto. Schuss von Serbest, abgeblockt von Max Hofmann. Neunter Eckball Austria. Venuto auf Holzhauser, der ist nicht im Abseits, weil die Rapidler da nicht rechtzeitig rausrücken. Und auch das war natürlich kein absichtliches Handspiel. Und deshalb auch nicht strafbar. Die kommen schon extrem gefährlich, diese Eckbälle, vor allem jene von der rechten Seite von Raphael Holzhauser, sorgen immer wieder für Gefahr. Aber die Austria ist eben viel zu abhängig von Standardsituationen. Riesenbichler legt ab auf Serbest. Venuto. Auf unglückliche Spielverlagerung von Wanczyszykow. Schuppesberger. Auf Tomi Kainz. Der Pass kommt einfach zu spät. Jetzt fehlt bei Rapid auch irgendwie die Konzentration, denn die Rapidler wissen ganz genau, sie haben dieses Spiel gewonnen. Ganz interessant. Rapid hat in den vergangenen 10 Derbys immer mindestens ein Tor erzielt. Insgesamt Rapid bereits jetzt mit 46 Saisontreffern, genauso viele wie Meister Salzburg zu Buche stehen hat. Schon 7-mal hat Rapid mehr als 2 Tore in einem Bundesligaspiel erzielt. Wäre kein Abseits von Gorgon gewesen.
Schön langsam, aber sicher leert sich die Generali Arena in Wien Favoriten. Ausgenommen natürlich der Gästesektor. Wieder Kajode gegen Max Hofmann. Kein Fall von Petzos an Kajode. Problem von Larry Kajode ist einfach, dass er meistens viel zu theatralisch fällt. Petzos rechts geht Pavelic mit. Kein Sinter läuft. Pavelic wollte da aber auf Tomi spielen. Die 90. Minute läuft. Die Partie ist entschieden und es steht damit auch fest, dass irgendwie der Heimfluch bei den Wiener Derbys weitergeht. In 6 der vergangenen 10 Wiener Derbys geht die heutige Partie eingerechnet immer die Gastmannschaft als Sieger vom Platz. Holzhauser. Lucas Venuto. Einer der besten Abschlüsse der Austria in diesem Derby. Ja, 3 Minuten geht's noch. Dann haben vor allem die Austrianer dieses Spiel überstanden. Foul von Serbest. Dakan Serbest hat sich gesteigert nach der Pause, wie die gesamte Austria. Aber dieses Spiel war natürlich zumindest vorentschieden aufgrund der beiden schnellen Tore von Rapid durch Murgin am 9. und Hofmann per Elfmeter in der 14. Minute. Ball war draußen, Einwurf für die Austria. Auf Tommy. Keine Abseitsposition von Petzos. Stange kommt er noch zum Abschluss an. Gut gemacht von Fabian Koch. Die letzten 30 Sekunden des 316. Wiener Derbys, das von Anfang an enorm viel Fahrt aufgenommen hat. Eine temporeiche, ereignisreiche Partie von der ersten Minute an.
emotionsgeladen, so durfte man das auch erwarten, von Zweikämpfen geprägt. Rapid von Anfang an effektiver, kaltschnäuziger, konsequenter und deshalb auch der verdiente Sieger an diesem Nachmittag. Die Austria kassiert vor eigenem Publikum eine bittere 0:3-Schlappe. Das erste Saisonderby hier ging auch klar verloren mit 2:5. Heute also 0:3. Thomas Murk aus wohl knapp Abseitsposition mit seinem ersten Tor für Rapid, ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Dann Steffen Hofmann nach dem Foul von Schickhoff an Jelic mit dem Elfmetertor in der 14. Spielminute. Und dann konnte sich Rapid zurückziehen, konnte ruhig spielen, gelassen spielen. Die Austria konnte das nicht mehr, war aber von der Kreativität im Spiel her einfach nicht gut genug, um Rapid zu gefährden, um wirklich eine Fülle an Torchancen herauszuspielen. Und in der 72. Spielminute war die Partie dann entschieden, als Mate Jelic zum 3:0 für Rapid getroffen hat. Und das bedeutet, dass Rapid jetzt in der Tabelle der Tipico Bundesliga den Lokalrivalen, die Austria, überholt hat und gleichgezogen hat mit dem Tabellenführer mit Salzburg. Beide halten also bei 40 Punkten, 2 Punkte dahinter der Austria. Eines ist auch klar, das Titelrennen, das bleibt enorm spannend. Die nächste Aufgabe für Rapid ist einmal auf internationaler Bühne am kommenden Donnerstag das Hinspiel im Europa League 16. Finale beim FC Valencia. Zu stereotyp, zu einfallslos aus meiner Sicht das Spiel der Austria. Und wenn dann die Standardsituationen eben nicht so funktionieren, wie zum Beispiel in der Vorwoche beim 1:0-Sieg in Grödig, dann geht man gegen eine spielstarke Rapid-Mannschaft auch als klarer Verlierer vom Platz. Der Meister der Komfortzone, Raphael Holzhauser, der erste Gesprächspartner nach dem Spiel von Gerhard Graber. Raphael Holzhauser, wie enttäuschend ist denn der Nachmittag heute verlaufen und vor allem auch das Ergebnis? Ja, sehr enttäuschend. Wir haben uns mehr vorgenommen. Rapid hat eiskalt zugeschlagen in der ersten Halbzeit mit den 2 Tore. Die zweite Halbzeit haben wir dann alles nochmal probiert, sind angelaufen, haben dann auch, denke ich, die ein oder andere Chance gehabt und Rapid hat dann mit 3:0 den Deckel drauf gemacht. Warum hat man nicht so richtig reingefunden heute in dieses Spiel? Ja, ist schwer jetzt zu sagen. Wie gesagt, wir haben uns viel vorgenommen, denke ich auch, haben wir erste Chance gehabt durch Rotbuller. Und dann war es halt natürlich nach dem Rückstand extrem schwer. Was ist, wenn bei der Austria die Standards nicht so recht funktionieren? Warum passiert aus dem Spiel heraus nicht arg viel? Ich glaube, wir hatten noch 2 Chancen, gerade der zweite Halbzeit mit Larry Coyote, wo super Flanke von Koch. Aber ja, wir müssen jetzt den Kopf wieder hoch, wir bleiben weiter oben dran. Und nächste Woche gegen Mattersburg geht es wieder gut zu machen. Ein größerer Rückschlag? Ja, eine Derby-Niederlage tut immer weh, aber der Abstand zum dritten Platz bleibt gleich. Und wir haben noch immer Anschluss an die Spitze auch. Danke. Bitte. Im Moment beträgt der Abstand zum dritten Platz 0 Punkte, denn dort steht die Wiener Austria. Raphael Holzhauser, noch ein Wort zu ihm, ein exzellenter Fußballer. Diese Pässe, die er spielt, die sind wirklich sehenswert. Aber die Spieleröffnung immer über ihn, das belastet ihn vielleicht auch, das will Thorsten Fink so. Möglicherweise wäre es besser, wenn er etwas weiter vorne agieren könnte. Rapid gewinnt das 316. Wiener Derby mit 3:0, absolut verdient, auch wenn diese Zahlen hier eigentlich für die Austria sprechen, aber da sind natürlich auch jene Torschüsse mitgerechnet, die auch weit am Tor vorbeigegangen sind. Rapid hat schnell in diese Partie hineingefunden, war von Anfang an präsent, ist schnell mit 2:0 in Führung gegangen und konnte es sich dann eben leisten, sich zurückzuziehen und deshalb auch 60% Ballbesitz für die Wiener Austria. Der Mann, der diesem Spiel eine Richtung gegeben hat, wurde von den Austria-Fans mit einem Pfeifkonzert empfangen. Thomas Murk, der Schütze des 1:0 für Rapid, der Ex-Austrianer. Thomas Murk, ein Sieg gegen den Ex-Verein, dazu noch ein Tor erzielt. Gibt es heute irgendwas auszusetzen an diesem Nachmittag? Nein, eigentlich nicht viel. Es war eine gute Leistung für uns. Wir sind natürlich mit dem
mit zwei schnellen Toren in Führung gegangen. Der Spielverlauf war klar auf unserer Seite, haben das dann, glaube ich, staubig zu Ende gespielt. Und von dem her ist es heute auch ein gelungener Sieg gewesen. Sie haben es genossen, direkt vor der Austria-Kurve da den Ball reinzuschieben? Ja, ich habe das gar nicht genossen. Für mich war das ein Spiel wie jedes andere. Ich habe mich gefreut auf das Spiel. Ich habe das alles außen und um ausblenden probiert. Das ist mir ganz gut gelungen. Und ja, bin froh, dass ich ein Tor geschossen habe. Aber der Sieg trotzdem war wichtiger und das genieße ich jetzt einmal. Auf den TV-Bildern sieht es so aus, als ob Sie knapp vorne gewesen wären beim Tor. Wie haben Sie es selber empfunden in dem Moment? Ja, habe ich vorher schon gehört. Ich habe im Spiel geglaubt, dass es sicher kein Abseit war. Aber ja, ist mir dann eigentlich mehr oder weniger wurscht, wie das Tor zustande gekommen ist. Ist das jetzt auch ein Bewerbungsschreiben gewesen für mehr Startelf-Einsätze? Nein, natürlich. Wenn man von Anfang an spielt, will man die Chance nutzen. Ich glaube, dass die Leistung heute okay war. Es geht sicher noch besser, aber für das erste Mal in der Startformation war es okay. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich muss trotzdem im Training Gas geben, dem Trainer sagen, dass ich bereit bin und er entscheidet, dass im Endeffekt wer spielt und wer nicht. Es waren doch natürlich Pfiffe da von den Austria-Fans. Haben Sie die gehört? Ja, sicher kriegt man es mit, aber ja, auf das habe ich mich eingestellt. Wie gesagt, ich habe das probiert ausblenden und das ist mir ganz gut gelungen. Jetzt kommt Valencia. Haben Sie da Bock drauf, von Beginn an zu spielen? Ja, sicher. Wer da nicht Bock drauf hat, der ist für am Platz, der ist kein Fußballprofi. Sicher will man da spielen, aber wie gesagt, ich kann nur im Training Gas geben und der Trainer entscheidet dann, wer spielt und wer nicht. Ja, teilen Sie diese Meinung? Diese Meinung teile ich. Ja, wir haben sehr schnell und sehr gut in das Spiel reingefunden, haben sehr gut attackiert und haben sehr gut und sehr schnell nach vorne gespielt. Und aus den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, sind wir sehr schnell 2-0 in Führung gegangen. Das war dann so in der zweiten Halbzeit, wussten wir, dass die Austria noch einen zusätzlichen Stürmer bringt und wir dagegen halten müssen. Wir aber doch die eine oder andere Möglichkeit zum Kontern haben werden. Und aus einer dieser Konteraktionen haben wir dann das 3-0 gemacht und somit war das Spiel erledigt. Haben Sie das mit Murg schon vorher gewusst? Was? Dass er trifft? Ich habe es gehofft und schön, dass er getroffen hat, gerade gegen seinen Ex-Verein. Hat gezeigt, dass er ein toller Spieler werden kann. Ja, es liegt noch sehr viel vor ihm, er muss noch sehr hart arbeiten, sehr viel arbeiten. Aber muss sich noch entwickeln? Muss sich noch entwickeln. Alle. Wie alle meine Spieler. Ja. Aber wichtig ist, dass er Perspektive hat, dass er Potenzial hat und das hat er heute auch das eine oder andere Mal aufblitzen lassen. Ihr Tor, dann war es dann, glaube ich, endgültig vorbei, 72. Minute angesprochen, aus einem Konter für Rapid die Entscheidung. Und Niko Kovac, es war wohl auch eine typische Szene, es war ein Fehler im Spielaufbau, ein schlagsiger Pass von Schickhoff und Rapid führt das dann, sagen wir mal, halbwegs souverän zu Ende. Ich weiß nicht, ob Philipp Schobesberger das genauso wollte, wie er es dann getan hat, aber er behält Übersicht auf Mati Jelic. Und Mati Jelic ist vielleicht auch so ein kleiner Matchwinner von uns. Den Elfmeter rausgeholt, für die Entscheidung gesorgt. Ja, ich glaube, heute ich würde keinen herausheben. Ich glaube, die komplette Mannschaft hat heute ein tolles Spiel gemacht, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Das, was Doki gerade auch angesprochen hat, der Gegner hatte kaum Zeit aufzubauen. Sie wurden permanent unter Druck gesetzt. Und ja, im Konterspiel ist natürlich Rapid immens stark. Sie spielen den Ball in die Schnittstellen immer nach vorne. Die Stürmer sind mit dem Gesicht zum Tor gedreht. Nicht so wie bei der Austria, dass die Stürmer mit dem Gesicht eben zum eigenen Tor schauen, mit dem Rücken zum gegnerischen. Und das war, glaube ich, heute auch der entscheidende Vorteil von Rapid. Wie wichtig war denn der Derby-Sieg überhaupt? Wir wissen, was jetzt nächste Woche alles kommt. Es war, abgesehen jetzt vom Resultat, das mich natürlich irrsinnig freut für meine Mannschaft und für unsere Fans, für die das Spiel das Wichtigste ist des Jahres. War es für mich aber wichtig, wie wir zurückkommen nach der Enttäuschung gegen Admira im Cup. Und da ist die Mannschaft heute so aufgetreten, wie ich mir das erhofft und gewünscht habe. Und sie hat gezeigt, dass sie auch mit Drucksituationen umzugehen versteht. Und dass sie gewillt ist, einfach den Cup-Misserfolg so schnell wie möglich vergessen machen zu lassen. Was hat nicht gepasst, jetzt natürlich auch im Hinblick auf Valencia am Donnerstag? Dass wir ab und zu die Bälle zu leichtfertig verloren haben im Spiel nach vorne, ab und zu noch nicht den einfachen Pass gewählt haben, sondern einfach den komplizierten Pass gespielt haben. Aber ja, das sei heute verziehen. Und Valencia wird natürlich ein ganz anderes Spiel. Das freuen wir uns. Wir werden uns darauf natürlich seriös vorbereiten. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir alles zu gewinnen haben. Valencia steht gegen uns unter enormem Druck. Und schauen wir, vielleicht können wir mit einem Erfolgserlebnis nach Hause fahren. Dann schauen wir auch auf die Tabelle nach dem Abschluss der 22. Runde. Reden noch ganz kurz, Niko Kovac, auch über die Austria. Wie viel ist für die wirklich passiert heute? Na, wir hatten vor dem Spiel gesagt, dass der Verlierer des Spiels eigentlich
ja, nicht allzu viel verliert, bis auf das Spiel, weil der Abstand sind 2 Punkte. Es geht schnell im Fußball, es sind noch einige Runden zu spielen. Rapid hat jetzt ja, den kleinen Nachteil, vielleicht Anführungsstrich, dass man jetzt international ran muss. Da geht man natürlich auch ein bisschen zu Werke, muss man Körner lassen, Kraft. Aber so wie die Jungs auftreten, glaube ich, wird es bis zum Schluss ein Dreikampf. Und dann mal sehen, wer zum Schluss die Nase vorn haben wird. Ja, Platz 2, Punkte gleich mit Salzburg. Passt das? Oder kann ich Ihnen jetzt irgendwas abringen? 14 Runden noch zu spielen. Ja, ich glaube, absteigen werden wir nicht mehr. Und dass wir uns für einen europäischen Bewerb qualifizieren, dafür schaut es auch ganz gut aus. Und alles Weitere wird man dann im Schluss.